Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserer Tutorial-Reihe mit kurzen Videos, die Ihnen und Euch helfen sollen, die Klangfarben der Orgel im Gottesdienst sicher und der jeweiligen Situation angepasst anwenden zu können. Wir begrüßen Euch hier in der Neuapostolischen Kirche in Tübingen, die im Altarraum eine große rein mechanische Pfeifenorgel besitzt. Im Verlauf der Videos wird sie immer wieder zum Einsatz kommen. Wir, das meint auch ein Tübinger Musikerteam, Markus Herr, unser Dirigent und Organist in der Gemeinde, wird mit mir gemeinsam durch die Videos führen und auch an den verschiedenen Orgeln zu hören sein. Hinter der Kamera steht Klaus-Jürgen Zahn, unser Experte für Video- und Tontechnik. Ebenfalls Organist hier und ehemals als Musikfachberater und Dirigent in Gemeinde und Bezirk tätig. Der Dritte im Bunde steht jetzt vor der Kamera, Andreas Ostheimer, einer der Organisten der Gemeinde und einer der Orgelsachverständigen in der Neuapostolischen Kirche Süddeutschland. In Süddeutschland haben wir eine vielfältige Landschaft unterschiedlicher Orgeln. Fast die Hälfte der Kirchengebäude ist mittlerweile mit Pfeifenorgeln ausgestattet. Wir werden eine kleine Auswahl dieser Instrumente auch in Bild- und Klangbeispielen in jedem Video nutzen. Nicht vergessen wollen wir die Elektronenorgel bzw. die digitalen Orgeln, da natürlich diese Instrumente von vielen verschiedenen Herstellern auch in großem Maße in unseren Kirchen zum Einsatz kommen. Aber diese Instrumente berufen sich alle ausnahmslos auf die Pfeifenorgel, die sie nachahmen und deren Tonaufnahmen sie als Samples zum Beispiel wiedergeben. Daher wollen wir hier vorwiegend mit dem Original arbeiten, am Original die Prinzipien der Klanggestaltung in der Orgelmusik erklären und sie dann auf die jeweiligen Instrumente vor Ort übertragbar und anwendbar machen. Das ist unser Ziel. Über kurze Videos wollen wir vermitteln, wie die Klangvielfalt der Orgeln innerhalb der Gottesdienste fundiert eingesetzt werden kann. Ihr sollt euer Wissen und eure Fähigkeiten erweitern können, die Auswahl der Register sicher und sinnvoll, jeweils angepasst auf die Situationen, auf die Stücke und Funktionen im Ablauf der Liturgie treffen zu können. Das Format der Videos gibt euch die Möglichkeit, die Clips mehrmals anzuschauen und sie in Ruhe durcharbeiten zu können. Im Lauf der Videoreihe werden auch die unterschiedlichen Aufbauten der Orgeln, die Anzahl der Manuale, die Register in verschiedener Stilistik, Nebenzüge wie Koppeln oder Tremolant, Kombinationen oder Setzer und so weiter behandelt werden. Die Reihe der Tutorials soll auch ganz besonders dazu helfen, Klavierspielern die Sorge vor dem Registrieren zu nehmen oder auch bei Nachwuchsspielern Interesse am Klang, am Instrument, ja am ganzen Universum Orgel zu wecken. Jedes Video wird, wie jetzt gerade, Videosequenzen mit Einführungen und Erklärungen hier aus der Kirche Tübingen enthalten. Wir werden einzelne Problemstellungen erklären oder zusammenfassen. Einen Hauptteil nehmen dann aber Klangbeispiele an verschiedenen Orgeln hier in Süddeutschland ein, die mit animierten Bildern der aufgenommenen Orgeln mit technischen Details zu den Problemstellungen unterlegt werden. Ganz bewusst wollen wir zusätzliche Informationen dabei als Texteinblendungen nur einfügen, damit der Klangeindruck nicht durch andere Hörwahrnehmung getrübt wird. Diese Klangbeispiele sollen euch sozusagen die Ohren öffnen, damit ihr diese oder ähnliche Klangfarben an euren Orgeln wiederfindet. Denn nur so könnt ihr dann unsere Tipps und Hinweise auch für euch selbst nutzbar machen. Alles, was wir vorstellen und erklären, ist immer auf eine Anwendung im gottesdienstlichen Orgelspiel bezogen. Daher stehen am Ende immer Anregungen und Aufgaben, die ihr individuell am eigenen Instrument erarbeiten könnt. Sollten wir außer kurzen, improvisierten Choralsätzen auch einmal Literaturstücke anspielen, für mehr als Auszüge bleiben in den Klangbeispielen keine Zeit, dann findet ihr die Nachweise ebenfalls am Ende jedes Videos.
Nun wollen wir aber einsteigen in das Thema und zwei grundlegende Unterscheidungen bei den Orgelregistern kennenlernen. Für Klavierspieler ist es im ersten Augenblick etwas verwirrend. Man unterscheidet bei den Orgelregistern nicht nur verschiedene Klangfarben, sondern auch verschiedene Tonhöhen. Aber wenn man sich das Prinzip dahinter einmal klar gemacht hat, ist das ganz einfach. Die Bezeichnung auf den Registerschildern besteht allermeist aus einem Namen und einer Zahl mit einem senkrechten kleinen Strich dahinter. Für die klingende Tonhöhe des Registers ist die Zahl wichtig. Sie gibt die theoretische Länge der tiefsten Pfeife einer Klangfarbe an, die sich wieder auf die Tonhöhe beziehen lässt. Der kleine Strich ist das alte Längenmaß Fuß. Ein Fuß entspricht ungefähr 30 cm. Eine Pfeife, die 8 Fuß lang ist, gibt auf der tiefsten Taste der Orgelmanuale Groß C auch den Ton Groß C. Ein Register 8 Fuß klingt also in derselben Tonhöhe wie ein Klavier. Markus, spiel uns das mal mit dem Prinzipal 8 bitte an. Das war der Prinzipal 8 Fuß. Wenn ich die Oktave 4 nehme statt des Prinzipal 8 Fuß, klingt das Ganze so, nämlich eine Oktave höher. Obwohl ich genau dieselben Tasten gedrückt habe, wenn ich jetzt die Oktave 2 Fuß nehme statt der Oktave 4 Fuß, klingt das Ganze noch eine Oktave höher bei Betätigung derselben Tasten. Das Ganze geht natürlich auch auf die andere Seite. Wenn ich statt des 8 Fuß den 16 Fuß nehme, klingt das Ganze eben eine Oktave tiefer. Diese Tonhöhen kann man miteinander kombinieren und so ein ganzes Orchester schaffen. Ich nehme den 16 Fuß, den 8 Fuß, den 4 Fuß und den 2 Fuß und schon klingt das so. Wir blenden euch hier noch einmal eine Abbildung ein, in der diese Differenzierung nach Tonhöhe anschaulich wird. Im Hintergrund stehen Naturgesetze. Innerhalb einer Pfeife schwingt eine Luftsäule. Wenn nun wie bei einer schwingenden Saite diese halbiert wird, verdoppelt sich die Frequenz und die Tonhöhe steigt um eine Oktave an und umgekehrt. Wir werden auf diese physikalischen Grundlagen noch einmal genauer zurückkommen müssen, denn man kann die Länge der Schwingung nicht nur durch 2 teilen, sondern auch durch 3 oder 5 oder 7 und so weiter. Was daraus dann entsteht, etwa ein Register 8 durch 3 oder 2/2, das besprechen wir dann in Folge 6. Die zweite grundsätzliche Unterscheidung der Register kommt aus der Bauform und der Materialien der Pfeifen. Die Materialien, das ist meistens Metall, Zinn oder Blei mit verschiedenen Legierungen oder eben Zinn. Auf der anderen Seite Holzpfeifen aus Eichenholz, Nadelholz oder Obstholz. Dabei unterscheidet man im Wesentlichen zwei Bauformen. Das ist einmal die Lingualpfeife und die Labialpfeife. Ich möchte für beides ein kurzes Beispiel geben. Zunächst die Labialpfeife. Hierfür nehme ich den Prinzipal. Pfeife, das ist zum Beispiel die Trompete. Der Prinzipal, den wir gerade gehört haben, hat eine labiale Bauform. Labial, das kommt von Lippe. Die Pfeife funktioniert ähnlich einer Blockflöte mit Labium, also einer Öffnung. Die Pfeife kann dann unterschiedliche Durchmesser haben und sie kann verschiedene Bauformen haben. Offen, gedeckt, halbgedeckt. Sie kann zylindrisch sein, konisch oder zum Beispiel trichterförmig. Es gibt dabei jeweils unterschiedlichen Klangcharakter durch diese verschiedenen Bauweisen. Da haben wir zum Beispiel hier einmal das Rohr gedeckt. Oder
ebenfalls als Labialpfeife gebaut, die Gambe. Aber immer der Reihe nach, das besprechen wir dann ganz geordnet in den Folgen 2 bis 4. Die Lingualbauform funktioniert etwas anders. Hier schwingt eine Metallzunge mit. Die Pfeife funktioniert dann ähnlich wie eine Klarinette mit einem schwingenden Rohrblatt. Auch hier gibt es unterschiedliche Bauformen. In Tübingen kann das zum Beispiel einmal die Trompete sein. Oder das Horn. Der Name eines Registers gibt in der Regel an, wie die Pfeife gebaut ist und welchen Klang man zu erwarten hat. Diese Namen und Grundsätze bei den Benennungen werden wir in den nächsten Videos erklären. Damit ihr euch ein wenig einhören könnt, folgen jetzt Klangbeispiele an verschiedenen Orgeln. Wir haben immer die Registerbezeichnung mit dem Namen und der Fußangabe, also der Tonhöhe, eingeblendet und gegebenenfalls weitere Infos hinzugefügt.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Klang einer Orgel zu gestalten. Zum Beispiel durch die Mischung verschiedener Klangcharaktere. Zum Beispiel eines Flötenregisters und eines Streichregisters. Oder eines Streicherregisters zusammen mit einem Prinzipal. Aber auch die Möglichkeit, das Flötenregister mit dem Zungenregister zu kombinieren. Darüber hinaus kann man an der Orgel auch mit verschiedenen Tonhöhen arbeiten. Beginnend mit einem 8 Fuß. Dazu kommt ein 4 Fuß. Und zu guter Letzt ein 2 Fuß. Aus verschiedenen Registerkombinationen ergeben sich also nicht nur andere Klänge, sondern auch andere Lautstärken. Und damit kommen wir zu den Anwendungen im Gottesdienst. Unterschiedliche Klangkombinationen und Lautstärken helfen uns etwa beim Wechsel vom Vorspiel zur Gemeindebegleitung und zurück zum Nachspiel. Auch durch geringe Veränderungen der Registerkombination zwischen den Strophen kann ein verschiedener Klang möglich sein. Auch vor dem Gottesdienst sollten nicht immer nur die gleiche Klangfarbe verwendet werden, sondern Vielfalt entstehen. Aber auch die leisesten Klangfarben kann man etwa zum Abendmahl oder auch sonst sehr differenziert einsetzen. Diesem allen werden wir in den folgenden Videos nachgehen. Zum Aufbereiten dieses Videos schlagen wir vor, dass ihr euch eure Orgel daheim anschaut und euch auf Entdeckungsreise bei diesen Registern begebt. Probiert die einzelnen Register aus und versucht für euch die klingende Tonhöhe mit der Fußbezeichnung oder den verschiedenen Klang mit dem Namen in Verbindung zu bringen. Damit verabschieden wir uns für heute und sehen uns in der nächsten Folge wieder.